Einen schönen guten Abend. Hier ist Jazzfunk mit Volksmusik. Heute in Vertretung des leider kurzfristig erkrankten Amokfisch, der Buch Julius. Der Studiogast ist der gleiche, den ich recht herzlich begrüße. Das ist der Jazzmusiker, Kosmopolit und Produzent und wir haben 2 Stunden viel miteinander zu besprechen. Kennen tun wir uns schon lange. Es ist der Bassist Arno Arnseck. Der war übrigens auch Mitbegründer von Jazzfunk und Musicians Network in Stuttgart. Lange Jahre Mitglied bei den legendären White Diamonds, spielt der vielbeschäftigte Musiker und Komponist und Dozent mittlerweile in der, und das ist deine eigene Band, die Salsa Band. Ja, ja, ja. Genau, die Tocame, das ist eine kubanische Salsa Band. Und ja, dann spielt er noch mit den Guttenberger Brüdern und. Also wir haben sehr, sehr viel zu besprechen und auch zu spielen. Und Musik hat der Branko sehr viel mitgebracht. Deswegen haben wir also keine Schwierigkeiten, richtig in die Musikkiste zu greifen. Jetzt hören wir mal da rein. Sarajevo! Thank you.
Die White Diamonds, 10 Jahre habt ihr da umgetrieben und richtig toll Musik gemacht. Wir haben uns jetzt gerade unterhalten, dass das auch in der Zeit, das war 1989 bis 99 gab es die Band, genau 10 Jahre. Und dass das eigentlich noch eine Zeit war, aber auch ein Aufbruch noch des Gefühls des Aufbruchs war. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil ich da ja auch meine Buchhandlung hatte. Und da war einfach, es war alles etwas politischer wie heute. Man ging auch mit Kultur doch etwas forscher und avantgarder oder auch spontaner um. Du hast erzählt, dass es da jemand gab, der euch einfach by the way engagiert hat, und dementsprechend war das dann doch eine immer sehr spannende Sache, weil ihr eigentlich ja laufend gespielt habt. Und ist es eigentlich euch schon damals so bewusst gewesen, dass ihr natürlich zum Teil mit diesen Melodien Modeerscheinungen vorgegriffen haben, ich habe jetzt zum Beispiel noch eine CD dabei, die hören wir etwas später, von der WDR Big Band, die dann ein reines Balkan-Thema macht das also unglaublich pusht. Bei euch war das einfach Spielform und Idee und dann auch in die Länder reisen. Ich glaube, das war so ein Gesamtpaket, was ihr da spontan und vielleicht mit Hintergedanken oder einfach auch Spaß an der Freude zum Spielen. Also dieses Stück zum Beispiel ist entstanden während des Balkankrieges. Ne? Das hat schon Sinn gehabt. Also es war wirklich wichtig, darauf einzugehen. Und aber die Band an sich, die hat sich natürlich orientiert an, sagen wir mal, an dem Zeitgeist, der damals so im Jazz noch zugange war. Also ich denke da an M-Bass oder auch die Knitting Factory in New York und so. Also speziell die Avantgarde, wo man einfach probiert hat. Man hat Wunder was alles gemischt, Punk mit Jazz bis ich weiß nicht was. Es war alles möglich, eben auch Ethno, das war ja auch damals, ging das ja erst los damit. Richtig. Und ich meine, ich habe natürlich das Glück, dass ich aus dem Land komme und die Musik selber auch machen kann. Und dann war das vollkommen klar, dass man dann eben ein Thema macht. Ne? Und auch ein ungerades Stück und so. Ne? Also ja. Das ist ja ziemlich so üblich. Genau. Ja, also man hat da einfach rumgebastelt und das ging auch. Wir waren drei Leute als Stammbesetzung von den White Diamonds. Ein schönes Sagen, wer da noch mit dir gespielt hat. Das war der Harry Hartmann, mit dem habe ich eigentlich zu zweit angefangen. Und zwar, wir haben uns zusammengetan, um zu üben. Dann haben wir gedacht, das ist langweilig zu zweit, weil wir hatten dann, das war ganz nett, und zwar, er hat so ein Metronom gehabt, das konnte man dann wie ein Walkman, konnte man da anschließen, eine Stereoanlage, und hat dann Wumms gemacht immer, ne? Bumm, bumm, über die Stereoanlage eben, und das war unser Schlagzeug. Dann haben wir dann dazu geübt, Bass und Saxophon, und das war dann irgendwann mal langweilig, und dann haben wir gedacht, wir brauchen einen Schlagzeuger, und dann haben wir uns dann überlegt, wer könnte das sein, und das war dann der Jogi Nestel. Und den haben wir dann gefragt, und er hat gemeint, ja klar, mach ich, und so, und dann haben wir uns eben öfters getroffen. Und dann war der Harry in Russland mit so einem Theater unterwegs und hat dann in einem Restaurant so eine Band gespielt, wie es dort eben so üblich ist, und ist dann dahin, und der Einzige, der Englisch sprechen konnte, war der Wladimir, ein Gitarrist. Und das war dann glücklicherweise auch ein Coltrane-Fan. Und der hat dann gleich irgendwie mit einem Coltrane-Thema gezeigt, dass er Jazz spielen kann und so. Dort, da hat er aber Glück gehabt, dass er nicht gleich wieder rausgeflogen ist aus der Band. Aber immerhin war das der Grund dafür, dass der Harry eben ihn eingeladen hat hierher, beziehungsweise wir, in unsere Band eben da einfach mal zu kommen und mal irgendwie zu spielen. Und dann kam der auch, und dann war der da, und dann haben wir ein bisschen geprobt und so, und dann habe ich gedacht, ja gut, könnte man ja mal rumhören, was da, vielleicht kann man mal eine Platte machen und so, ne? Und ich wurde dann fündig, Hammermusik hat angebissen und hat mit uns eine Platte produziert. Und das war die erste von den White Diamonds.
Und genau, und dann kamen gleich Tourneen. Das heißt, dann war dann gleich ein Manager da aus Russland, ein gewisser Herr Feiertag. Und der hat uns gleich ins Festival nach Petersburg geschickt und nach Petrosawodsk. Das war unsere erste Tournee und wir sind aber zuerst nach Moskau geflogen und haben dort noch einen Gig gemacht, den der Wladimir ausgecheckt hatte. Und das war schon mal Abenteuer pur. Das Bild, leider kann man das hier nicht zeigen. Und zwar das da hier, was ich hier habe auf dem Cover von dieser Platte, das ist der finnische Meerbusen. Das ist Meer. Das ist gefrorenes Meer. Also Eis. Wir laufen Eis. Auf dem Eis spazieren. Mhm. Na, unglaublich. Ja, man meint ja gerade, das sei wie Schieferplatten. Schieferplatten, genau. Ja, also so müsst ihr euch das vorstellen. Ihr könnt es ja jetzt nicht sehen. Also das ist ein Cover, wo man meint, da stehen zwei Menschen auf einem riesigen Meer voller Schieferplatten, aber das ist gefroren, das ist genau, Eis. Genau, richtig. Und das war natürlich auch eine irre Erfahrung. Also damals, das war, wir sind 92 rüber, das war gerade zum Anfang von der Perestroika eben. Mhm. Das heißt, die Grenzen wurden aufgemacht und wir waren die erste westliche Band eigentlich auch dort. So, also es gab noch eine finnische Band, glaube ich, die da aufgetreten ist. Ansonsten waren das alles Russen. Und so entsprechend ist es da auch zugegangen. Das heißt, wir sind da angekommen in Petersburg und da hat uns der Manager dort in Empfang genommen und hat gemeint, ja, tut mir leid, wir mussten euch leider umquartieren. Das Hotel in Petersburg ist zu teuer geworden, weil ein Sponsor wurde gestern erschossen. Also ein Bankier. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind dann eben, mussten 2 Stunden mit dem Bus rausfahren in so ein Datscha-Dorf. Da hat übrigens schon Tschaikowski gehaust, also der hat dort komponiert, und zwar jedes von diesen Häusern, das war so ein Komponistendorf, jedes von diesen Datschas, das sind so Holzhäuser, hatte zwei Klaviere drin. Das war natürlich sehr gut. Toll. Also wir haben natürlich, ja, wir kamen jetzt nicht so viel dazu, weil, muss ich vorstellen, wir haben gespielt und dann nochmal 2 Stunden fahren, also man ist fertig um 2 vielleicht, dann kommt man um 4 nach Hause, dann um 10 gibt's Frühstück und um 11 geht's wieder rein in die Stadt. Also da war nicht viel. Und wir haben da wenig geschlafen, aber viel gefeiert, vor allem auch wurden wir da mal eingeladen von so einem, das werde ich nie vergessen, von einem Pianisten aus Sibirien. Der war dann knallhart, der hat uns in die Sauna eingeladen, morgens um 7. Er wird mal wach. Ja, genau. Und dann kam dann an mit so einem Korb, da waren dann ein paar Flaschen Krimsek und ein paar Flaschen Wodka drin. Ne? Ey. Und der Krimsek war zum Aufguss, für den Aufguss gedacht und der Wodka zum Trinken. Also da kann man sich vorstellen, wie das dazu ging. Ja. Das war aber auch wichtig, weil es war in dieser Zeit bitterkalt, also wie dieses Meer auch beweist, das war damals aufgenommen. Und zwar, genau, es war, glaube ich, um die minus 20 die ganze Zeit. Gell. Also wir haben eine Besichtigung gemacht, auch in Petersburg ist wunderschön, also ganz tolle Stadt. Die Eremitage wurde gerade umgebaut, wir wollten eigentlich reingehen und so, aber wir haben uns dann rumführen lassen dort. Und nach einer halben Stunde, da war man wie ein Eiszapfen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen dort. Ne? Also es ist unglaublich, obwohl 1000 Klamotten an, es geht wirklich ganz durch. Gell? Also geht 20 durch, Grad minus, das ist unglaublich. Gell? Ja. Ich weiß nicht, wie die Leute, also mit viel Wodka und so, da denke ich mal schon. Ne? Ja, und das ist ja nicht gerade gesund für die Leber, habe ich gehört. Das stimmt. Also hätte ich auch gleich noch was nahe zu erzählen. Vielleicht können wir noch was rein. Aber jetzt, also jetzt ich erzähle kurz, was kommt. Ja, also jetzt kommt das nächste Stück. Das nennt sich Nestel. Also es eben war Sarajevo, hieß die Nummer. Wie eben die Stadt, die belagert war. Da erzähle ich jetzt aber nichts drüber, da gibt's auch noch Stories. Aber unabhängig davon kommt jetzt Nestel. Und zwar, das ist dem Yogi gewidmet. Der heißt nämlich im Nachnamen Nestel. Und das ist ein ungerades Stück, auch wieder ein bisschen so, sagen wir mal, ein Zugeständnis zu meiner Heimat. Genau, einfach Nestel.
Thank you.
träumen kann. Wie geil du warst, es ist so, als ob ich schmecke. Hier, doch seh ich nur den Mund und du drehst den Kopf zu rein. Beachtest du mich nicht aus dem Gesicht, doch wie es kann. Du schreist dein Haar, als ob ich dich anfassen, ballst mich fast und es ist so, du läufst an mir vorbei und du mehr als erlaubt, dein Rock ist kurz. Beim Frauenfuß, der Nachspann bei dem ist langsam, so wie der Firn. Dein Gang und deine Beine wollen nicht autodoll gemischt. Sag mir, gehen wir zu lieb, auch es ist zu viel. Das kommt, mein Herz braucht, du wühlst mich auf, mal so Fisch am Stiel. Ich sagte gern, als Mann hast du mich erlacht. Verschiedene meiner Körper, du willst mich nur provozieren. Mein Verlangen, du, ich hab so exzipiert. Schritt, den Blutdruck zu stimulieren, eine Injektion, um agieren. Du hast den Blick wie Eisdrüsen und so signalisiert. Ich kann das spüren, meine Schwäche. Du hast Erfahrung, ich Funktionen ausprobieren. Von deinem Sexappeal dir gefangen. Ich bin von dir mit. Gefällt mir, ich geh mit. Dieser Stoff, den du anhast, halt. Wie geil ist. Ich hab so ein Verlangen. Wir gehen hier zu dir. Das ist zu viel. Sag, mein Herz braucht auch, dass ich auf mein Blut das kommt. Schaffst du mich alleine?
Ja, und auch der Humor muss dabei sein. Wenn Branko Arnsek mit seinen Bands unterwegs ist und tolle Musik macht. Ja, sehr humorvoll war das auf jeden Fall. Also jetzt so viele Anekdoten, die sind so wirklich zum Brüllen. Also nur mal wir hatten mal ein Konzert, das kann ich vielleicht mal erzählen. Ja. Im Merlin hier in Stuttgart. Und wir haben da von unserer Reise erzählt, von unserer ersten Reise, und hatten ein paar Dias dabei und die haben wir dann eben gezeigt, auf der Bühne dann und zwischen reingespielt. Mhm. Und die Leute haben sich kaputt gelacht. Und zwar, weil wir nämlich die Anekdoten dann erzählt haben zwischendrin. Mhm. Das war jetzt wirklich das Entertainment, was man von einem Jazzmusiker eigentlich so im klassischen amerikanischen Sinn versteht. Das war das pur. Mhm. Und später haben mich dann Leute angesprochen, haben gemeint, das wäre eine Kabarettveranstaltung gewesen. Ja. Mhm. Die da so einfach so reingeplatzt sind, die wussten gar nicht, was da ist und so, und sind dann geblieben. Und irgendwie haben gedacht, das wäre Kabarett. Ja, ja, also zu Kabarett also, passt auch. Klar, also so ist Musik, logisch. Das ist, nicht, ne, aber auf jeden Fall war es immer sehr lustig. Ja. Allein wenn man sich überlegt, dass, ich meine gut, diese Russlandreisen, die wir damals gemacht haben, die waren natürlich einerseits sehr gefährlich, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich sehr komisch, weil wir als, wir sind es natürlich einfach nicht gewohnt gewesen, diese Art von Leben dort. Und auch diese, also es war ganz witzig, weil wir haben zum Beispiel, als wir, das kann ich kurz erzählen, wir sind von Petersburg, also von der ersten Reise sind wir von Petersburg nach Petrozavodsk gefahren und haben genau dort ein Konzert gegeben, und dann mussten wir aber am Abend wieder zurück, nachts, weil wir sonst den Flieger nicht erwischt hätten in Petersburg. Und jetzt hat die Agentur, die uns das alles gecheckt hat, die hat für uns einen Touristenabteil gesucht, mhm, und für den Wladimir, weil der Russe ist, ein Abteil woanders. Ne? Und wir waren aber zusammen. Mhm. Das heißt, jetzt haben die uns irgendeinen Russen bei uns, es waren so 4-Bett-Abteile, das ging, ja, die Züge fahren immer nachts, und die man so aufklappen konnte. Und da haben die uns irgendeinen Russen reingesetzt. Ne? Jetzt, mhm, haben wir den Wladimir gebeten, doch das bitte zu checken und vielleicht beim Schaffner zu gucken, dass der irgendwie schaut, dass der woanders unterkommt. Und dann haben wir dafür bezahlt. Und der Schaffner hatte 2 Betten in seinem Abteil. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, ja, der kann da in dem Abteil und so. Das kostet dann so und so viel und so. Und dann haben wir dann bezahlt. Ne? Und dann hat sich aber plötzlich so ein anderer Russe gemeldet und hat gemeint, ja, er würde da auch wohnen oder schlafen. Oha. In diesem Bett. Die haben das dann quasi doppelt vermietet, dieses Bett. Da haben wir nochmal bezahlt. Mhm. Und Gott sei Dank hatte dieser Schaffner eben 2 Betten. Ne? Mhm. Und dann war das so witzig, dann hat der Schaffner gemeint, ja, er müsste aber dann 3-mal die Nacht bei uns ins Abteil rein. Ja, wieso denn das? Ja, weil er nämlich sein Kohlelager, und das war der einzige Waggon, der damals, der von diesem Zug noch mit Kohle beheizt wurde, mhm, und er hat das Kohlelager unten unterm Bett in diesem, wo man die Koffer reintut, in so einer, ja, Wanne drin. In so einer Wanne. Das war alles voll mit Kohlen. Du konntest gar nicht mal die Koffer abstellen, ne? Das war einfach dieses Kohlelager von dem. Und dann haben wir ihm nochmal Geld dafür bezahlt, dass der nämlich diese Kohlen rausgeholt hat, den Vorrat für die Nacht. Dann hat er einfach diese Wanne genommen, hat die einfach auf den Gang geschmissen. Also einfach ausgeschüttet, fertig. Uff. Ja. Das war also, da mussten halt die Gäste mussten dann über diesen Haufen drüber. Genau, wenn sie aufs Klo wollten. Ne? Ja. Muss man sich vorstellen, gell? Unglaubliche Zustände hier. Ja, und dann, ja, dann haben wir dann, was dann, und wir hatten immer so eine Flasche Wodka, also sicherheitshalber dabei, also nicht für uns, sondern für... Das sogenannte Notgepäck für, richtig, genau, für außergewöhnliche Dienstleistungen. Richtig, genau so. Und die haben wir dann genutzt. Und zwar sind wir dann nämlich mit dieser Flasche Wodka, Wladimir hat erstmal gelauscht an der Wand und da wollte mal checken, ob das alles koscher war mit diesen beiden Herren, die da zuerst bei uns nächtigen wollten. Ja. Und das war aber alles cool. Der eine war Totengräber und der andere war irgendein Geschäftsmann. Der hat dann erzählt, der hätte 2 BMWs und so. Ne? Also das war das Größte. Ne? So, also schwer, genau, heftig. Ja, ja. Jedenfalls waren die per Zug unterwegs und wir sind dann dahin und haben uns mit denen angefreundet, beziehungsweise haben mit denen angestoßen, mhm, so auf gute Freundschaft und so. Wir sind ja Nachbarn jetzt und so die Ecke. Mhm. Und dann haben wir eben diesen Wodka angeboten und da haben die ihren Wodka rausgeholt und ihren Speck. Mhm. Weil dieser Wodka war nämlich so, also das war ein selbstgebrannter, irgendwie ganz fürchterliches Zeug, also sehr hochprozentig, muss ich dazu sagen, und der war nur genießbar mit dem Speck. Und der Speck eben nur mit diesem Wodka, weil das war schwierig, also anders geht. Also ideale Kombination. Mhm. Also man lernt da sehr viel und lustig war es auch. Mhm. So, jetzt komme ich aber zu einem ganz anderen, und zwar das nächste Stück. Ja. Das war mit einer Band eingespielt, die 1984 haben wir das gemacht und da hatte ich kurzfristig mit einem
kolumbianischen Freund und mit einer Sängerin aus Argentinien habe ich so ein Projekt gemacht und wir hatten uns da zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen so eine lateinamerikanische Mucke machen. Mhm. Ja, sagen wir mal einfach, wir haben dann angefangen zu komponieren, ne? Ja. Wir haben das so gemeinsam gebastelt. Ich habe ein paar Stücke gemacht, so ein bisschen Melodie angefangen und so, ein bisschen Rhythmus gecheckt und so. Und wir haben das dann eben ausgetauscht und die hat dann einen Text dazu geschrieben und so, ne? Und so ist dieses Projekt gestanden. Das hieß dann Aquarella Latina. Und wir haben da ein paar Konzerte gespielt. Das hat sich dann nicht weiterentwickelt, weil einfach, jeder hat so sein Ding gemacht und hat sich, Die Interessen sind wahrscheinlich auseinander. Irgendwie ging das dann auseinander. Ich glaube auch, weil jeder gucken musste, wo er bleibt und richtig, auch finanziell und so, da war das einfach nicht irgendwie mehr so an der Tagesordnung. Aber wir haben einen Tonträger erstellt und zwar bei der Edition Musikart bei Buch Julius, der neben mir sitzt. So ist es. Es gibt manchmal noch Überraschungen, nämlich diese. Yo creí que tu amor me salvaba de todo. Y aún así, y a pesar de todo, estoy triste y solo otra vez. ¿Por qué te fuiste? Me lo pregunto, no me respondo, te lo aseguro. Si te espero no es porque creo que tú vendrás esta vez. Y aún así, a pesar de todo, estoy solo otra vez. Pasa el tiempo y mucho más, mi amor se quedó. Yo creí que tu amor me salvaba de todo, y aún así, y a pesar de todo, estoy sola y triste otra vez. ¿Por qué te fuiste? Me lo pregunto, no me respondo, te lo aseguro. Y si te espero no es porque creo que tú vendrás esta vez. Y aún así, a pesar de todo, estoy solo otra vez.
pasa el tiempo y mucho más. Mi amor se quedó atrás en esos días en que tú estabas conmigo. Ja, das war live bei Buch Julius. Genau. Und zwar an den, also ich erzähle mal, noch mal kurz, wer das Personal, aus wem das Personal bestanden hat. Mhm. Und zwar, das war die Sol Bruguera, die hat gesungen. Der Martin Romero hat Percussion gespielt und es ist auch das Trio gewesen, also mit mir zusammen, die wir die Songs gemacht haben. Und als Gäste hatten wir Musiker dabei, das war der Martin Müller am Schlagzeug und ich weiß gar nicht, Johannes oder wie hieß der nochmal, auch Müller am Piano, das kann ich mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her. Genau, das war damals diese Produktion. Gut, und wie gesagt, 94. Ich habe jetzt was ein bisschen weiter geht, und zwar auch im Jazz, ich habe einen Weggefährten, und zwar der Andy Zwick ist das, den kennt man hier aus dem Radio. Zwick Beat. Richtig, genau. Schlagzeuger, genau. Und Elektroniker und ich habe mit dem auch mit dem Andy auch Platten gemacht. Toller Musiker. Ja, absolut. Super Gesell, wie man. Sehr innovativ. Sehr innovativ. Genau, und ist immer so am Ball. Immer am Ball, genau. Ja. Er hat ganz tolle so Nu-Jazz-Produktionen gemacht. Genau, also dadurch hat er sich auch ein bisschen Namen gemacht hier in der Szene, wobei er jetzt, glaube ich, was macht er denn jetzt? Ach, man muss einfach auf seine Seite gucken, Zwick Beat heißt die, genau, glaube ich. Genau, genau, also er hat irgendwie im Staatstheater, hat er, glaube ich, Musik gemacht, ist also sozusagen staatlich aufgetreten. Genau. Staatlich. Genau, richtig. Jedenfalls, das nächste Stück ist ein Stück von Wayne Shorter, Footprints, das kennen viele wahrscheinlich. Mhm. Einer von diesen Meilensteinen. Und zwar, da spielt GLE Piano, Andy Zwick Schlagzeug und ich bin am Bass. Und das war so eine ganz schnelle Produktion, also sprich morgens irgendwann mal eine Unzeit für Musiker. Richtig. Wir haben es aber trotzdem gemacht, und weil einfach das Zeitfenster ganz kurz, ganz klein und so war. Und das ist dabei rausgekommen. Später erzähle ich noch ein bisschen mehr darüber. Ja, und die Chihelli ist die Landesjazzpreisträgerin 2012. Thank you.
Hier ist das Freie Radio für Stuttgart. Es ist 20.24 Uhr mit der Sendung Volksmusik. Bosnien, Kuba, der Bassist Branko Arnsek, der Kosmopolit und, ja, kann man schon sagen, ganz weit vorne mit Entdeckungen und Avantgarde zu spielen mit Kollegen zusammen. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, der heißt Tea Room. Genau, es gab eine Tea Room Session, deswegen habe ich vorhin den Andy Spick angeführt. Der hat das nämlich initiiert in einem Club hier in Stuttgart. Eine wöchentliche Session, also zumindest war das einmal mit seinem Projekt, Schnute hieß es damals, richtig. Das war so New Jazz, ja. Eine Sache. Und dann war es war immer dienstags und jeden zweiten Dienstag war da so eine Tea-Room-Session angesagt mit dem Personal Axel Handfreich, Andreas Spick eben und dem Sven Götz an der Gitarre und mir am Bass. Der Axel Handfreich hat Live-Elektronics gemacht und Cello gespielt und das war eine sehr fruchtbare Sache. Also auch vom auch das Publikum ist mitgegangen, wir haben zum Teil getanzt dazu, was man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Das war schon irre zum Teil. War aber sehr nett. Und zwar, das hat auch mein Herz ein bisschen erwärmt, weil da ich auch als Begründer und Vorstand von Musicians Network den Verein auch gegründet habe, um die Avantgarde-Szene zu fördern hier. Der Verein schläft leider ein bisschen, weil leider sehr viel Zeitmangel bei den Vereinsmitgliedern herrscht. Das ist ein bisschen schade. Also es könnten da natürlich auch neue Leute dabei sein und so. Aber mal sehen, was da noch passiert, wie das weitergeht. Jedenfalls haben wir seinerzeit eben... das ist jetzt aber davor gewesen, also vor dieser Tier, also es muss noch in den 90er Jahren gewesen sein. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ich habe jetzt die Zahlen leider nicht da, aber das kann man aber auch alles nachlesen. Es gibt eine Seite musiciansnetwork.net, glaube ich. Und also mit Bindestrich musiciansnetwork.net. Ja, da sieht man ein bisschen über die Aktivitäten, da waren sehr berühmte Leute schon hier und wir haben immer Konzerte veranstaltet, einmal im Monat. Mit Catering, was natürlich das ganz besondere Highlight war für viele, würde ich mal so sagen, unabhängig von der Musik. Weil das Catering hat nämlich der Vincent Klink gesponsert. Genau, und dann haben wir dann später, wir haben das im Piano Fischer damals gemacht und dann sind wir dann umgezogen ins Institut Français unter dem damaligen Leiter Jean-François Ramon. Auch sehr umtriebiger Mann und ich habe auch damals dann noch ein Konzert dort veranstaltet mit Archie Shepp, das ist ein Freund von mir, lange Jahre, also das geht sehr viele Jahre zurück, da war ich noch Jugendlicher, 15 Jahre, da habe ich ihn kennengelernt und die Gabi Kleinschmidt, die ihn damals gemanagt hat, das ist eine Managerin aus Villingen-Schwenningen, die hat mir zu meiner Schulzeit dann immer eine Karte geschrieben und hat mich eingeladen auf ein Konzert, wenn sie eine Tournee fertig hatte, hat sie nämlich ein Konzert für die heimischen Fans in Villingen-Schwenningen veranstaltet und hat mich dazu eingeladen. Und dann bin ich dann auch immer hingetrennt und habe dann bei ihr gewohnt und so und habe diese ganzen Jazzgrößen, alle, die sie gemacht haben, von Ray Charles angefangen was weiß ich, wer da alles war, die habe ich da alle persönlich kennengelernt, ne? Und wie gesagt, aber das war jetzt nicht deswegen das Konzert, sondern eher über den Harry wieder, weil er nämlich so eine Firma gegründet hat und er stellt Kunststoffsaxophonplättchen her, also aus Kohlefaser. Und der Archie Shepp ist großer Abnehmer davon, weil er hat so einen komischen Ansatz am Saxophon und der spielt diese Holzplättchen immer kaputt nach dem Konzert. Also er braucht jedes Konzert ein neues Plättchen, ne? Und das erübrigt sich bei diesen Plättchen vom Harry und der ist natürlich glückselig. Und so kam der Kontakt mit zustande. Yeah. Und dann haben wir eben zu seinem 65. Geburtstag haben wir hier in Stuttgart ein Konzert veranstaltet mit seiner Band, der war gerade in Paris und haben die Leute dann eben eingeflogen und das war ausverkauft, das waren 220 Sitzplätze und die waren alle weg. Und das war ein tierisches Konzert und es war auch eine schöne Zeit dann auch noch irgendwie mit ihm.
Jedenfalls, das nur so kurz nebenher, als kleine Anekdote. Mhm. Kommen wir wieder zurück zum Tierruhm. Das war das Kosmopolitische genau, wieder. Danke, danke. Wir müssen ja auch noch, ich sehe gerade so, die Zeit rennt natürlich, wie wir könnten wahrscheinlich 4 Stunden oder noch absolut länger machen. Wir müssen ja auch noch unseren thematischen Reigen ja dann auch noch Richtung Kuba. Und das ist ja kommt sicher, jetzt, und das ist ja auch noch ein weites Feld. Aber jetzt wollen wir zuerst mal uns in den Tea Room begeben.
An mir vorbei und streifst mich fast und es ist so, als ob ich dich anfassen kann. Du streichst dein Haar aus dem Gesicht, doch wie es scheint, beachtest du mich nicht. Du drehst den Kopf zu mir, doch seh ich nur den Mund und es ist so, als ob ich schmecken kann, wie geil du was zum Frühstück hast und mit Odol gemischt. Ist kurz, mehr als erlaubt und deine Beine wollen nicht aufhören. Dein Gang ist langsam, so wie der Nachspann bei dem Tor beim Frauenfußball. Dein Po ist halb verdeckt, ich denke, ich sehe was, versteckt ist das Gegenteil. Wie geil ist dieser Stoff, den du anhast? Ich bin von dir gefangen, von deinem Sexappeal. Als Mann hast du mich an der Angel, ich zappe wie ein Fisch am Stiel. Mein Herz braucht auch, es ist zu viel. Sag mir, gehen wir zu dir. Ich hab so ein Verlangen. Du
willst mich nur provozieren, verschiedene meiner Körperfunktionen ausprobieren. Du hast Erfahrung, ich kann das spüren, meine Schweißdrüsen und so signalisieren. Du hast den Blick wie eine Injektion, um meinen Blutdruck zu stimulieren. Wie geil dein Schritt gefällt mir, ich geh mit dir mit. Ich bin von dir gefangen, von deinem Sexappeal. Als Mann hast du mich erlangen, ich zappel wie ein Fisch am Stiel. Du willst mich auf, mein Blut, das kocht, mein Herz kocht auch, es ist zu viel. Sag mir, geht mir zu dir. Ich hab so ein Verlangen. Das macht keinen Sinn. Was mache ich jetzt in meinem zu viel an Adrenalin? Du hast mich angemacht. Dein Po, dein Schritt, dein Blick, dein Mund. Du weißt ja, das macht mich verrückt. Ich kenne keinen Grund, schließlich hast du mich angelacht. Ich bin von dir gefangen, von deinem Sexappeal. Doch nicht mit mir. Als Mann hast du mich erlangen. Ich sammle mir ein Fisch am Stiel. Jetzt komm schon. Du rückst mich auf, mein Blut, das kommt. Weg. Mein Herz kocht auf, es ist zu viel. Sag mir, geht mir zu dir. Ich hab so ein Verlangen. Bleib doch da. Ich bin von dir gefangen, von deinem Sexappeal. Hey. Als Mann hast du mich erlangen. Ich zappel wie ein Fisch am Stiel. Du willst mich auf, mein Blut, das kommt. Mein Herz kocht auf, es ist zu viel. Sag mir, geht mir zu dir. Ich hab so ein Verlangen. Ja, Fisch am Stiel. Ich habe die Platte vorher, ich habe meinen Augen nicht getraut, weil ich mich heute Nachmittag noch etwas vorbereitet habe auf die Sendung. Und jetzt habe ich auch die CD dann plötzlich in deinem Stapel gefunden. Und es ist so ein Sidestep. Genau. Das hat aber sehr viel Spaß gemacht. Sehr lustig. Und die Studenten, mit denen du ja als Dozent, und dann haben wir das auch noch gesagt, dass du ja auch als Dozent arbeitest, neben allem anderen, die Studenten, wie man so schön neudeutsch sagt, sind total abgefahren, fand's cool. Ja, ja. Aber ja, ein Saxophonist hat da drauf gespielt, genau. Den, um die Brücke zu bauen, genau. Zu Kuba. Genau, richtig. Also das ist jetzt tatsächlich so ein Sidestep, wie du sagst. So eine kleine Nebenbeschäftigung der witzigen Art eher. Ja. Also kann man sehr empfehlen auch. Im Übrigen kann man vielleicht, ich muss jetzt in eigener Regie Werbung machen. So ist es, jawohl. Also ich habe eine eigene Seite, die heißt www.arnsek.de, also A-R-N-S-E-K, das ist mein Nachname. Da kann man gerne schauen und man findet dann auch Links zu den Seiten von den Bands, die ich mache, zu den Projekten. Man kann dann auch sehen, wo man die Platten besorgen kann. Richtig. Und so, das ist alles da. So, jetzt dieser Saxophonist, das ist Regis Molina, ein sehr vielversprechender Mann. Der lebt in Berlin. Der ist so alt wie mein Sohn, 28 jetzt. Mhm. Und da wird man noch von ihm hören, auch jazzmäßig vor allem. Mhm. Und der hat eben auf dieser Platte heftig mitgewirkt. Wobei jetzt beim nächsten Stück gerade nicht. Aber das ist, und zwar, das ist Note Quero Timido, wollte ich jetzt einfach mal reinlegen. Und zwar, da spielt aber der, also das ist jetzt die kubanische Scheibe. Mhm. Und zwar, da ist zum Beispiel ein gewisser Herr El Indio, Mario Morejon heißt der. Das ist ein Trompeter, der war Vertreter von Chucho Valdés bei Irakere. Mhm. Der hat eine schöne Platte eingespielt, eben mit Irakere, wo die Schwester von Chucho, die ist ja eine Jazzsängerin eigentlich,
Und vielleicht darf man ganz kurz mal ein, die Irakere ist sozusagen das Nationalheiligtum Kubas, was Salsa und Jazz und die ganze, das ist also Nationalheiligtum in Kuba. Mhm. Nur mal kurz eingeworfen, falls jemand den Namen Irakere jetzt nicht kennt, aber daraus entspringen viele Wurzeln wie ein Ahnenverzeichnis. Genau. Also dieser Chucho Valdés, der die Irakere gegründet hat, beziehungsweise der Bandleader war, der hat auch jetzt sich einen Namen gemacht. Der hat mit dem Sigala, das ist so ein Flamenco-Sänger, hat er ein Projekt zusammen gemacht. Dann hat er jetzt mit so einer schwarzen Afrikanerin, die bei Zigeunern aufgewachsen ist, auch so eine Platte gemacht. Die ist auch sehr, sehr schön. Also mehr so in die diese Flamenco-Ecke, Mischung Kuba und so, das ist so gerade sein Ding. Und, was der Hammer ist, die Herren haben jetzt, und zwar der Archie Shepp hat mit ihm zusammen eine Platte aufgenommen. Das wusste ich jetzt, das ist ganz nagelneu, der Hammer. Also das heißt, die alten Herren treffen sich inzwischen und mixen alles querbeet. Das heißt, Free Jazz-Vertreter trifft sich mit, sagen wir mal, kubanischem Pianostar oder so ähnlich, ne? Also ganz nett. So, kurzum, diese Platte ist eine kubanische Produktion, also es sind außer mir alles Kubaner, die damit spielen. Und ich habe so ein Faible schon Jahrzehnte zu eben Salsa und Latino-Musik. Und das war jetzt, das hat sich dann halt einfach so ergeben, dass ich halt viele Kubaner kenne, eben auch vor allem Musiker, richtige Musiker. Und dann habe ich dann irgendwann mal so ein Projekt gestartet und es lag auch ein bisschen daran, dass ich hier so ein Steady-Gig hatte in einem Lokal in Stuttgart. Und zwar jede Woche dort zu spielen, und zwar kubanische Musik. Und das war Bonavista Sozialclub und mehr live jede Woche einmal hier. Das war wirklich der Hammer. Das war jetzt Insidern beschert, leider. Hauptsächlich, aber das war wirklich ein Dauerbrenner und das habe ich 6 Jahre lang gemacht. Mein lieber Scholli. Und daraus hat sich dann dieses Projekt entwickelt eigentlich. Und ich habe diesen Job eigentlich bekommen wegen einem anderen Projekt, was ich vorher hatte, was dann halt eben gestorben ist. Und daraus ist das entstanden. Genau. Das war aber auch ein kubanisches Projekt. Gut, wir hören einfach mal rein. We'll be right back.
Hier ist das Freie Radio für Stuttgart. Wir sind kurz vor Ende der Volksmusik-Sendung in der Reihe oder vielmehr von der Jazz-Funk-Redaktion. Ich bin heute eingesprungen für den Amokfisch und durfte mit Bruno Arnseg eine musikalische Reise machen von Bosnien bis nach Kuba mit vielen kleinen Zwischenstopps und kleinen netten und amüsanten kleinen Zwischenfällen mit musikalischen großartigen Punkten, die wir berührt haben, eigentlich heute schon Zeitgeschichte sind, Musikgeschichte. Und Gott sei Dank gibt's ja das alles, dass man das heute digital aufbereiten kann. Und bei dir auf der Homepage ist da einiges digital zu bekommen. Wenn du vielleicht nochmal deine Homepage sagst, dass also der eine oder der andere, der sich jetzt in diesen 2 Stunden das eine oder das andere dann doch noch auf die Ohrmuschel legen will, er kann's. Genau, also es gibt, er muss einfach auf meiner Seite stöbern, wo er die Musik dann findet. Also die ist recht umfangreich und hat viele kleine Seiten zusätzlich, da muss man einfach mal durchklicken. Es gibt Links, wo man die Musik besorgen kann. Und die Seite heißt www.arnseg, Anton Richard Nordpol Siegfried Emil Kuno.de. So. So, und genau. Jetzt hören wir nochmal eine Nummer von dieser neuesten Platte, die heißt Con la Clave, also diese kubanische Scheibe mit Jacqueline Castellanos und Olvido. Mhm. Das sind die beiden Sängerinnen. Und und danach werde ich noch was einbringen vom Zigeli Winterquintett. Da muss ich noch kurz eine kleine Sache sagen. Das ist die Band, also das ist jetzt wieder Roots-Musik, deutsche Roots-Musik, würde ich mal so sagen. Und zwar, das war 2001, war diese Scheibe produziert mit den Leuten, mit denen ich heute auch noch spiele. Und davon übrig sind der Manu Gutenberger. Und es gibt die Gutenberg Brothers, da sind wir gerade am Produzieren von einer neuen Scheibe. Mhm. Leider habe ich da noch nichts, das heißt, da wird doch was kommen und deswegen habe ich jetzt was ganz Altes mitgebracht, einfach mal so für den Eindruck. Mhm. Es geht nämlich da in die Richtung. Ja, und dann hast du noch ein Konzert mit denen oder du würdest noch ein Konzert durchgeben? Tokame, die kubanische Band, die spielt kommenden Samstag, den 14. Juli in Schorndorf und zwar im Schlosshof. Also Open Air im Richtig. Schlosshof in Schorndorf, 14. und Juli, der genau. Samstag. Genau. Und es ist abends? Ja, das fängt um 20 Uhr an. Um 20 Uhr an. Jetzt musst du mir nur noch sagen, welches Stück, welche Nummer wir spielen, weil das habe ich vergessen. Genau, wir spielen Nummer 6. Die das Nummer 6. Maria se fue. Maria ist weg. Maria ist fort. Heidenai. Ja, und wir sind dann auch verbal fort. Mein Name ist Julius Pischel, genannt Buch Julius. Ich war verantwortlich für die Volksmusik-Sendung in Vertretung für den Amokfisch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und einen ebenso schönen Sonntag und sag ciao, tschüss. María estaba tan sola, desesperada de aquí, de aquí para allá, sin esperanzas de nada, porque nadie la quería, y la tenía solo por la razón de las ganancias que daba. Ay, ay, María, verás que un día tendrás la libertad que tú querías para salir a buscar lo que te faltaba. Mi María dorada, porque María se fue, María se fue, porque se fue, yeah. María se fue, María se fue.
Stay with you anyway, she had to go, so don't be surprised she's away yesterday. The reason was clear, she needs to take away my father near to you. You never thought about this, that she wanted to have some kids. The real one she always missed, but you lost your chance. The real she one she back. Always she missed took her own way. You know she wants you to have that kid. Yo no sé dónde está.